Yo, Leute, Digga, was geht ab, als der ehrenhafte Serienmann ist mal wieder motherfucking goddamn hart am Start, Alter, und Jungs, zu wild. Es ist einfach wieder Zeit für ein motherfucking goddamn CBU-Video. Die neue Mission von, weiß nicht, Cosmic Ghost Rider und Red Goblin ist am Start, aber darum geht der Hase heute nicht. Der Hase ist so gelaufen, weil in letzter Zeit kein Video rauskam ist. Weil in letzter Zeit ist halt einfach wirklich gar nichts gelaufen. Okay, was ist das? Okay, das sieht ziemlich fresh aus. Aber in letzter Zeit ist wirklich gar nichts gelaufen. Keine Ahnung, es war halt einfach nur langweilig. Da gab es nicht so krasses, was man so machen konnte. Und hier sind anscheinend so neue Missionen am Start. Ich glaube, da kannst du ein bisschen flexen. Ich glaube, du würdest, ja, du spielst da gegen alle große Bosse, die es so gibt. Du kriegst gar keine Belohnung. Höchstwahrscheinlich sind sie scheiß schwer. Ja, okay, 10.000 Wertung brauchst du. Also ich glaube schon, dass sie schwer sind. Und ich glaube, das machst du jetzt einfach wirklich nur für den Flex, dass du halt diese Titel hast. Ja, ja, das ist es halt wirklich, ne? Lol. Okay, also wenn du flexen willst, kannst du hier die neuen Tickets holen. So sieht die neue Ghost fucking Rider Side Nigger Mission aus. Oh nein, das ist so ein schwules Rumlaufen. Ja, das ist wahrscheinlich so ein schwules Rumlaufen und Einsammeln. Ja, egal, muss man halt machen, um sein hart verdientes Hack zu bekommen. Schauen wir mal, ob sie die Katalea Mission ein bisschen verbessert haben. Nope, haben sie sowas von not. Und die Belohnungen sind immer noch, die alte Uncollected ist einfach schlechter geworden. Ohne Sinn, ohne jeglichen Sinn ist Uncollected einfach schlechter geworden, obwohl die Schwierigkeit komplett gleich geblieben ist. Sammeln wir unsere Belohnungen ein. Heute wird mal wieder frontale Scheiße aus einem 6-Sterne-Kristall gezogen. Und weil halt wirklich nichts abging und keine Ahnung, ihr schwöre, ihr feiert echt Marvel Contest of Champions. Die anderen Formate gehen relativ hart runter. Die werden natürlich trotzdem noch kommen. Okay, da gibt's jetzt irgendwelche Crystal Meth Jäger. Heute ist auch das Drone Breaker Update raus. Oh shit, wir gönnen uns heute definitiv den neuen 5-Sterne-Kristall. Da können wir Professor X und hoffentlich die Apokalypse ziehen. Ja, warte, sehe ich gerade nicht. Nee, die Apokalypse können wir halt echt nicht sehen. Aber den Professor Dr. X. ja, keine Ahnung, der Hase läuft so. Video wird definitiv fast schon so wild wie die Wildnis, wenn nicht sogar noch wilder, wenn wir was Geiles ziehen. Wir öffnen mal unseren usual Shit, den wir halt so am Shit droppen haben. Oh, Digga, ich bin voll abgefuckt von diesem Tag. Ich war ein richtiger Sift-Tag gehabt. Gar keinen Bock mehr und jetzt wird einfach scheiße aus Kristallen gezogen. Noch viel, viel weniger Bock. Werd natürlich die ganzen neuen Missionen alles durchrattern wie deine Mom gestern Nacht. Ach, gönnen wir uns das neue A2 haben wir gleich, Jungs. Flex, the Flex ist real. Ich brauch Rot und ich glaube Mutant brauche ich. Ich kriege natürlich Forschung, Ruhe und so. Wir brauchen endlich mal, ich schwöre, kein King Crew Duplikat, kein fünftes Ant-Man Duplikat. Wir brauchen endlich mal einen guten, verfickten Champion, den man sowas von instant auf Rang 2, wenn nicht sogar instant auf Rang 3 machen kann, ja. Es wird sowas von motherfucking goddamn Zeit, Alter, dass wir mal die Scheiße aus den Kristallen ficken. Es wird sowas von Zeit, aber der Hase läuft halt einfach nicht. Der läuft nicht so, wie wir wollen. Das finde ich ziemlich, das ist für mich ziemlich harter Gay-Shit. Muss ganz ehrlich sagen, öffnen wir die beiden Crystal Meth Kristalle. Mach die Scheiße auf. Junge, Mann, diese Connection-Probleme sind echt ein großer Hurensohn. Das ist echt ein Hurensohn, Digga. Warum kann man das nicht fixen, Digga? Ich check das nicht. Diese Probleme gibt es seit Anfang von dem Game. Seitdem es dieses Game gibt, gibt es diese Probleme. Und dieses Game gibt es schon bald seit 6 Jahren, Digga. Das ist doch nicht mehr Halal. Ist das Halal?
Ach Junge, Digga, jetzt sieht mein Video voll unnötig in die Länge, du Bastard. Ich schwöre, ich komme nach Hause und vergewaltige deine Kinder, du Knecht, Alter. Ja, moin. Für zwei Sif 3-Sterne-Kristalle geben wir uns gerade so eine Scheiße. Gar kein Bock. Wallah, Signene, Bigtum, Alter. Macht doch, Junge. Okay, Jungs, jetzt muss ich euch leider alleine unterhalten, ohne dass ich ein bisschen Crystal Meth am Drop. Okay, perfekt, Alter. Perfekt, Digga. Ich hatte schon Angst, dass ich mit euch reden müsste, ihr Knechte. Full Front an der Stelle. Ah, hier, okay, hier kann man so Seelendinger kaufen. Ich glaube, die neue Mission erkläre ich, weil die sieht ein bisschen complicatender aus. Und ja, schauen wir mal, wie der Flex jetzt so am Flexen ist. Nero. Oh, ja, obwohl, vielleicht kriegen wir heute sogar noch einen normalen 5-Sterne-Kristall hin. Dies wäre halal. Dies wäre halal. Aber dafür bräuchten wir was Glück. Okay. Okay, sehr wildes Gameplay. Vielleicht haben wir sogar Glück. Warte, ich öffne den Scheiß jetzt und dann müssen wir ein bisschen rechnen. Mach auf, okay. So. Wir sind jetzt bei 8,7. Wenn wir hier. Okay, das ist echt eine schwule Zahl. Wenn wir hier 5 Duplikate kriegen, kriegen wir safe. Ja, okay, sagen wir, wir kriegen 4. 4 mal, boah, 800. 4 mal 75, 2, 300. Jungs, Ratter, 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 fick deine Mama. Ich glaube, so 1,1 kommen wir dann raus. Ja, nee, das ist immer noch zu wenig. Das ist definitiv immer noch zu wenig. Deswegen öffnen wir hier mal 5 Stück. Machen auf. Wenn wir Glück haben, läuft der Hase vielleicht anders. Bastard. Okay. Okay, bis jetzt läuft der Hase anders. Ach ja, und was ich auch noch geil finde, ist, dass diese Klassen der Elektoren jetzt auch gibt. Jetzt kannst du dir aussuchen, was für Eis du bekommen kannst. Also Eis von den Beinen wirst du als Eis bekommen. Und das ist halt extremst geil, wirklich. Das ist extremst geil. Wir haben gleich das dreifache Glück, Scheiße aus einem Grand Master Kristall zu ziehen. Die Throne Breaker können wirklich den Anus breaken und kriegen halt einfach einen Cattleya-Kristall. Ich finde es ziemlich gay, dass man darauf 2 Wochen warten muss. Okay, wildes Gameplay. Ich finde es wirklich gay, dass man 2 Wochen darauf warten muss, weil ich sehe den Sinn dahinter nicht. Ich gönn doch halt jede Woche einen Kristall. Junge, das sind 300 Units, Mann. Du musst auf 300 Units 2 Wochen warten, Alter. What the fuck? Das ist ja kompletter Gay-Shit. Das ist wirklich Haram-Stufe Rot. Ich check's halt einfach nicht. Ich check's halt einfach nicht. Ich werde leider lange Zeit kein Thronebreaker sein. Ich finde das gay. Ganz ehrlich, das mit Akt 6 abschließen, okay, verstehe ich. Wäre auch positiv für mich, weil ich wär's dann. Aber warum musst du einen Champion auf Rang 3 haben? Was ist das für ein Gay-Shit? Du musst erstmal Glück haben und aus allen Spulen, Kristallen einen Rang, also einen ganzen T5 herzustellen. Und zusätzlich dazu brauchst du halt nochmal einen guten Champion. Digga, das fickt mich ja komplett. Ich habe gar kein Glück. Ich habe wirklich gar kein Glück, Alter. Ich kriege keine gute Champions aus 6-Sterne-Kristallen. Ich schwöre, ich sehe jetzt schon mein erwecktes Kring-Root-Duplikat, Digga. Das wäre nochmal der krönende Abschluss zu so einem Sift-Tag. Und ich krieg nur 3. Nein, das fickt. Nee, das hat's jetzt gefickt, gell? Das hat's jetzt gefickt. Guck, da geht's schon los, Digga. Ich brauch. Oh, es hat's nicht gefickt. Es hat's nicht gefickt. Okay, wild. Wildes Gameplay, definitiv feierlich.
Wir öffnen jetzt den 5-Sterne-Kristall. 5-Sterne-Kristalle sind, also 5-Sterne-Champions sind, wie schon gesagt, Champions, die jucken mich im feuchten Jarak. Natürlich ist es geil, wenn ich Corvus ziehe, wenn ich, was weiß ich, ziehe, was gibt's noch so krasses, Aegon oder sowas. Natürlich geil, ich werde mich freuen, aber Digga, ich brauche halt wirklich 6-Sterne-Champions. Und wie schon gesagt, zu diesem 6-Sterne-Kristall, du brauchst ein, also zu dem Rang 3, du brauchst erst auch einen guten 6-Sterne. Du hast nicht nur den Abfuck, die ganze Scheiße dir zusammenzusammeln, brauchst dann auch noch einen guten, denn, Digga, wahrscheinlich tue ich mein King Groot auf Rang 3, Digga, nur damit ich so ein schwules Thronebreaker Update habe, dass ich ein bisschen mehr Crystal bekomme und ein paar andere Vorteile und so. Natürlich, die Vorteile sind geil und sie sind auch wichtig, wenn du in dem Game wirklich sehr viel weiterkommen willst, aber es ist halt einfach Abfuck, dass du dafür einen Rang 3 Champion haben musst. Okay, Rang 2 ist okay, aber ich check diese, dass du das haben musst. Warum, Digga? Ich könnte zum Beispiel X7 auch abschließen. Okay, Guardian. Guardian ist anscheinend ein guter Champion. Kann man definitiv machen. Ja, Fendi auf der Flex feiere ich 10 von 10. Halal. Definitiv Halal. Aber so, Alter, Junge, ich habe keinen Bock, irgend so einen Hurensohn auf Rang 3 zu bringen, der einfach nur ein Bastard ist für ein schwules, für so einen Titel, Alter. Also natürlich, du kriegst deine Bonis und alles und so. Und es ist auch wichtig, aber es ist halt einfach Abfuck, dass es so ist, Digga. Es ist halt Abfuck. Genauso wie, dass du als Thronebreaker nicht in einer Woche einen Katalea-Kristall kriegst. Warum zwei? Wo ist der Sinn? Und jetzt werden wir von Kabam genommen. Wirklich, ich hab halt echt keinen Bock, den Kristall zu öffnen. Wirklich, mich fuckt es ab, dass ich diesen Kristall öffne, weil ich weiß, ich krieg einen sehr fetten, ekelhaften, feuchten Jarak in die Fresse. Wirklich, das ist professional gay shit. Mein 6-Sterne-Glück, ich habe mir meine Champions angesehen. Einen sehr guten habe ich und 3, 4 okay, die man spielen kann, aber nicht Rang 2 würdig, ja? Und der Rest, Jarak in die Fresse. Allein, dass ich schon 3-mal oder 4-mal Ant-Man gezogen habe. Digga, wollt ihr mich komplett tops nehmen? Wirklich, ich habe keinen Bock auf diese Kristalle mehr. Wirklich. Komm, gib mir den Arschfick. Ja, geil. Ein Miles Morales. Boah, ey, nein. Ich hasse dieses Spiel. Wirklich, das ist so ein Dreck. Ich komme langsam nicht mehr weiter in dem Game, weil ich einfach merke, ich brauche die 6-Sterne-Champions. Und, Alter, Miles Morales, oh mein Gott, was ist das für ein Hurensohn? Was ist das für ein Hurensohn? Ich komme nicht mehr auf dieses Spiel klar bei Jot, Alter. Fick die Mutter von Kabam, Digga. Jungs, das ist einfach nur kompletter, ehrenloser Bullshit, ja? Gibt definitiv aus Mitleid ein Like. Gibt ebenfalls noch aus, keine Ahnung, schaut meinen anderen Scheiß an, gibt mir ein verficktes Abo. Die neuen Missionen und was weiß ich, was noch Wichtiges gibt, werde ich alles die Tage raushauen und so einen Scheiß. Deswegen solltet ihr definitiv die Glocke aktivieren. Trex, verficktes HS, Crystal Opening, aber der ehrenhafteste Ehrenmann ist einfach motherfucking goddamn hart raus, Digga. Ciao, Leute.